Im heutigen Video geht es um das Thema Läuferknie und welche Auswirkungen Fußfehlstellungen wie zum Beispiel Plattfüße oder Hohlfüße auf diese Problemstellung haben können und natürlich, wie wir mit gezielten Übungen gegen diese Probleme vorgehen. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mit den Informationen aus diesem Video viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer, und das heutige Video hat sich aus einer Zuschauerfrage ergeben. Und zwar schreibt die Vanessa: Luke, vielen, vielen Dank mal wieder für deine tollen Videos. An der Stelle schöne Grüße und vielen Dank für deine tollen Fragen zurück, Vanessa. Schreibt ihr öfter auch hier meine Anregungen an euch, Fragen in die Kommentare. Und zwar schreibt sie: Ich bin auch so ein joggender Schreibtischtäter. Zum Thema Mobilisieren im Laufsport noch folgende Frage. Ich finde das Triggern der Wade mit am aller unangenehmsten und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das überhaupt machen sollte. Kannst du hierzu mal Tipps geben? Daher, für wen ist das sinnvoll? Wie wird die Wade richtig mobilisiert und wie sieht es mit dem klassischen Wadendehnen aus? Ein Physiotherapeut sagte mir, dass die Wade vor und während dem Laufen gedehnt werden muss. Erstmal auch hier vorweg: Mobilisieren kann euch schaden, mobilisieren kann euch gut tun. Wir werden gleich differenziert darauf angehen, wann in welchen Fällen was zu tun ist. Vorher nochmal eine kleine anatomische Erklärung. Wir sind hier ja auch wieder beim Thema Läuferknie. Ja? Und ich möchte euch heute, ich habe ja hier die Grafik, einmal weiterführend erklären. Wir sind ja im dritten Teil der Videoserie, wie die Unterschenkelmuskulatur eigentlich, was für Einfluss die auf das Problem des Läuferknies hat. In den letzten zwei Videos, auch die unbedingt mal anschauen, bin ich ja darauf eingegangen, wie wir die Oberschenkelmuskulatur mobilisieren, welche Muskeln da zu aktivieren sind. So, und wenn ihr jetzt hier mal dieses Iliotibialband, was ja hier unten am seitlichen Knie entlang läuft, wo es schlussendlich zu Problemen kommt, das nennt man dann Läuferknie, auch dazu die letzten Videos schauen, dann seht ihr, hier setzt noch ein weiterer Muskel an. Das ist der sogenannte Tibialis anterior. Ja, und warum der so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt. So, warum ist der Tibialis anterior jetzt so wichtig? Ja, der Tibialis anterior hat in Deutsch einen sehr eingängigen Namen, und zwar Fußheber. Ja, zum Abgleich hier blau eingezeichnet und auch nochmal an meiner vorderen Unterschenkelmuskulatur. Ist sozusagen der einzige Muskel der vorderen Unterschenkelmuskulatur, gehört also nicht direkt zur Wade. Habe ich den auch nochmal eingezeichnet. Und dieser Fußheber hat, wie der Name schon sagt, die einmalige Aufgabe, hier euren Fuß bei abgesenkter Hacke anzuheben. Hat aber gerade für Läufer noch eine viel, viel wichtigere Funktion. Und zwar hier das Fußgewölbe aufzurichten. Ja, also von diesem Plattfuß das Fußgewölbe innenseitig an der Innenkante anzuheben. Ja, und hier sind wir ja genau beim Thema. Die meisten Leute, die halt einen Plattfuß haben, die haben also auch genau dieses Problem, dass der Muskel nicht richtig funktioniert oder angesteuert wird. Und ne, das könnt ihr auch bei euch selber beobachten. Also wenn ihr mehr zur Tendenz des Plattfußes neigt, was 80% der Leute betrifft, ja, dann hat dieser Muskel ein Problem. Wenn ihr in den etwas seltenen Fällen eine Übersupination habt, also übertrieben auf eure Außenkante läuft, was auch zu dieser Problematik des Läuferknies führen kann, dann ist der Partnermuskel dieses Tibialis anterior, der ist hier nicht eingezeichnet, den habe ich aber hier bei mir eingezeichnet, der ist dann überlastet, das ist nämlich der Musculus fibularis longus. Und zwar ist das ja kein direkter Partnermuskel, sondern ein direkter Gegenspieler des Fußhebers, denn der Fußheber, ja, der hebt hier das Fußgewölbe an. Damit er das machen kann, läuft er hier halt unter dem Fußgewölbe entlang und ist hier auf der Fußunterseite festgemacht mit einer Sehne, logischerweise. Und genau an der gleichen Stelle, ja, diese Sehnen sind sogar verwachsen, geht die Sehne des Fibularis longus auf der Fußaußenseite los. Ja. Deswegen nennt man diese Konstruktion auch Steigbügel. Also bei einem Pferdesattel, wenn ihr, dann seid ihr mit dem Fuß in einem Steigbügel, ja, und diese Muskeln, die bilden sozusagen auch einen anatomischen Steigbügel. Und die liefern sich die ganze Zeit so ein Spannungsgefecht. Die sollten beide angespannt sein, aber sobald das Spannungsgefüge zugunsten zum Beispiel des Fibularis longus kippt, ja, dann habt ihr einen Plattfuß.
Sobald die Spannung zugunsten des Tibialis anterior kippt, habt ihr eine Übersupination, also einen Hohlfuß. Und somit könnt ihr auch anhand einer Haltungsanalyse, einer Fußanalyse sozusagen, ne, wenn ihr euch euren Fuß anschaut oder mal filmt, während ihr läuft und guckt, ja, in der Dynamik ist das immer noch sehr, sehr viel anschaulicher, ob ihr abknickt, ja, oder übersupiniert, halt einen Hohlfuß habt, dann könnt ihr daran auch da auch direkt Rückschlüsse ziehen, welche der beiden Muskeln ein Problem hat. So, und das gucken wir uns jetzt im nächsten Schritt mal an, wie wir diese beiden Muskeln mobilisieren und wann wir die natürlich mobilisieren. So, kommen wir mal zu den Mobilisationen und einzelnen Fallballspielen. Was ihr heute braucht, ist der Lacrosseball, ja, weil er einfach am präzisesten ist. Eine Blackroll, die ist hier an der Stelle eher ungeeignet. Und zwar, ja, wer jetzt gut aufgepasst hat, der kann sich das eigentlich schon so ein bisschen selber herleiten, was zu tun ist. Und zwar fange ich mal mit dem klassischen Beispiel eines Plattfußes an. Wie auch hier eingezeichnet, ist der Tibialis anterior in diesem Fall zu schwach. Deswegen auch diese Farbkodierung, ja, blau ist immer zu schwach, muss aktiviert werden, rot ist zu stark, muss aktiviert werden. Ich habe also hier einen Plattfuß, ja, das heißt, ich muss hinterher diesen Tibialis anterior aktivieren, ja, und den Fibularis longus, den muss ich jetzt mobilisieren. Übrigens, wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr den Tibialis anterior aktivieren könnt, dann mache ich dazu auch gerne ein Video. Schreibt es einfach mal in die Kommentare oder schaut mir in der Videobeschreibung zum, ich habe jetzt einen neuen Videokurs zum Thema Läuferknie, da erkläre ich das alles in verschiedenen Videolektionen. Ja, wenn ihr gerade welches Problem des Läuferknies habt, unbedingt mal da vorbeischauen. Und zwar ist die Mobilisation des Fibularis longus eigentlich relativ einfach, was ihr macht. Wenn ihr das könnt, geht ihr in diese 90-90 Position. Ihr könnt das Bein auch vorne überschlagen, falls ihr jetzt irgendwie Probleme in der Hüfte habt und da nicht richtig rotieren könnt, wo wir bei einem anderen Thema wieder wären. Ja, dann geht ihr in diese Position. Ich empfehle hier allerdings diesen, das nennt man 90-90 Position. So, und jetzt liegt der Fibularis longus hier, wenn ihr den Fuß mal zum Schienbein ranzieht, also den Tibialis anterior aktiviert, ja, dann kommt die Wadenmuskel auf der Rückseite hervor und vorne der Muskel und genau dazwischen, ja, hier findet ihr auch, wenn ihr tiefer reindrücken würdet, euer Wadenbein, deswegen heißt der Muskel auch Fibularis fibula, ja, läuft hier genau in der Mitte, an der Seite der Unterschenkelmuskulatur entlang, deswegen diese Position, weil die Seite genau auf dem Boden zeigt. Ja, und dann könnt ihr theoretisch hier, ich sag mal 10 cm über dem Knöchel, ja, hier unten sind nur noch Sehnscheiden zu finden, da wird alles hart, bis hoch, kurz unters Knie, könnt ihr die Seite des Unterschenkels entlang gehen. Guckt auch, dass der Ball mal ein bisschen Richtung Wade, mal ein bisschen Richtung vorderen Schienbein, also hier dem Tibialis anterior liegt, allerdings nicht zu weit, dann habt ihr halt wieder den Tibialis anterior. Ihr solltet hier tendenziell schon auf der Rückseite bleiben. Das ist an der Stelle eine relativ genaue Sache. Ja, und dann werdet ihr mit Sicherheit einige Verhärtungen auch direkt spüren. Und dann ist eigentlich nicht viel zu tun, was ihr machen könnt. Ein bisschen Gewicht draufbringen, die typische Release-Technik, ja, Druck draufbringen, entspannt über die Brust ein und ausatmen, bis der Druck nachlässt. Und natürlich die Funktion des Muskels auch abfragen, ja, den Fuß abwechselnd ranziehen, strecken, supinieren und pronieren, ja, wenn ihr hier könnt. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, zack, knackt auch bei mir, wie ihr hört. Ja, und einfach den Muskel schön sorgfältig durchmobilisieren. Ja, das solltet ihr natürlich auch auf beiden Seiten machen, beziehungsweise auf der Seite, wo ihr den Plattfuß halt oder die Problematik des Läuferknies verstärkt habt. So, kommen wir zu dem etwas unwahrscheinlichen Fall, dass ihr übersupiniert. Ja, in diesem Fall ist der Tibialis anterior zu stark. Wir wollen diesen Muskel also jetzt mobilisieren, releasen, triggern. Ja, wichtig ist, dass ihr bei beiden Techniken wirklich auch triggert, nicht rollen, sondern triggern, um die Muskeln zu etwas zu deaktivieren. Ja, was ihr macht, ihr geht in diesen Schienbeinsitz hier, wo ihr mit dem Spann und eurem Schienbein am Boden sitzt. Und dann platziert ihr den Ball tatsächlich über der vorderen Außenkante eures Schienbeins. Vordere Innenseite sollte klar sein, da ist nur der Schienbeinknochen zu finden. Ja,
hier könnt ihr dann wirklich leicht einrotieren, ja, und dann merkt ihr, aha, okay, hier müssten relativ viele Triggerpunkte am vorderen Oberschenkelmuskel Tibialis Anterior zu finden sein. Gleiche Vorgehensweise, hier 2 bis 3 Punkte, 45 bis 90 Sekunden, smashen, triggern, releasen, ja, sind alles Synonyme für den gleichen Vorgang. Und dann habt ihr eure Unterschenkelmuskulatur mobilisiert. Ja. Das Ganze natürlich vor eurem korrigierenden Training, vor eurem Lauftraining dann machen, entsprechend eurer individuellen Muskulaturschwächen. Ja. Und hier sind wir genau beim Thema. Ja, das heißt, man darf nicht pauschalisieren. Muskuläre Disbalance, die sind immer individuell. Das heißt, es ist so individuell unterschiedlich, wie jeder von uns ist, so individuell sind auch eure muskulären Defizite. Das heißt, welcher Muskel zu stark ist, welcher Muskel ist, zu schwach ist, das ist hochgradig individuell. Der Vorteil ist, wenn ihr schon eine Problemstellung, wie zum Beispiel das Läuferknie, entwickelt habt, dann hängen an diesem Läuferknie oft ganz spezifische muskuläre Defizite, die man sehr, sehr genau herausstellen kann. Ja, das heißt, welche Muskeln sind zu stark, welche Muskeln sind zu schwach, vereinfacht gesagt. Ja, und da sind wir auch beim nächsten Punkt, vereinfacht. Ich habe dieses Problem des Läuferknies in meinem neuen Videokurs ganz, ganz genau behandelt. Das heißt, da gibt es wirklich 8 Videolektionen dezidiert, wie man diese einzelnen Muskeln mobilisiert, wie man die Zielmuskulatur entsprechend aktiviert, welche Zielmuskulatur das ist, die entsprechenden Übungen und Erklärungen dazu. Da habe ich mir mit einem Kunden von mir, dem Holger, schöne Grüße an der Stelle, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wenn ihr also dieses Problem habt, dann schaut mal unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr auch mein kostenloses E-Book. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.